ich sie auf. Das ist kein Knarren, sondern das ist so ein. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Du musst sie beim ersten Mal, ist ja klar, jetzt hast du die Aufzugsposition. In der Position kannst du drehen und ziehst auf. Also drückst du ein bisschen rein und drehst dabei nach rechts. Im Uhrzeigersinn, bitte. Sobald es gegriffen hat, kannst du lösen und von Hand drehen. Rechts, das ist links. Aber andersrum macht sie so komische Geräusche. Traue ich mich nicht. Herrgott, drin und dann zu. Und gut ist rechts. Ja, dazu muss man erstmal wissen, wo rechts und links ist. Im Uhrzeigersinn, habe ich doch gesagt. Kriege ich trotzdem nicht hin, weil die Krone so auf der Seite steht. Wieso? Kannst du ihn nicht angucken? Nein. Wieso nicht? Das gibt für mich keinen Sinn. Rechts, Uhrzeigersinn. Das ist ein Zifferblatt. Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn ist rechts. Im Uhrzeigersinn ist rechts. Kann man sich doch ganz einfach merken. Ich weiß nicht mal, wo links ist. Hier ist bei mir. Ja, na, wenn sich die Uhr rückwärts drehen würde, wäre links. Macht's aber nicht. Wie bei dir. Rechts rum. Links rum. Wir müssen rechts abbiegen vorne. Du fährst auch nicht geradeaus. Ja, aber ich wüsste es nicht. Wenn du sagst, rechts muss ich jetzt mal überlegen. Rechts, überleg nicht so lange. Uhrzeigersinn. Der Uhrzeiger geht nach. Zack. Minute 1. Pack. Da. Pack. 1. Da. Rechts. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Ja, aber rechts, rechts. Hier, rechts. Was, Mann? Was bist du denn? Linkshänder? Ja. Naja, was willst du denn dann von mir? Ja, warum fragst du dich denn da noch irgendwas überhaupt? Verstehe ich nicht. Der Linkshänder bist du! Das ist auf der linken Seite, das ist doch klar! Ganz genau, aber du musst trotzdem überlegen. Was musst du denn überlegen, wenn du einen Füller in der Hand nimmst, womit du schreibst? Ganz genau. Du überlegst, womit du, welche Hand du schreibst? Ja. Ist nicht dein Ernst. Doch. Nein. Doch, ich weiß, warum? Dass ich kurz überlegen muss, wo links ist. Ach komm! Nein! Dann überleg doch nicht, wenn man schreibt, wo links ist und wo rechts ist, sondern. Ja doch, da fällt ich schreibe. Links. Und da fällt mir dann im Leben das Wort rechts oder links nicht ein. Doch, mir fällt das ja schon ein und dann weiß ich, ach, okay, links ist auf der Seite. Ach, Gottes Willen. Ja, mach mal schnell eine Unterschrift. Nee, danke, reicht, ich mach selber. Warte mal. Unterschrift ist Hand. Nein, ich, Hand ist da. Nein, so ist das rechts, so nicht. Rechts, links, da, links. Da ah, jetzt. Falsch da. Das bedeutet, dass ich weiß natürlich, in welche Hand ich den Stift. Na also, wunderbar. Aber wenn jemand zu mir sagt, links. Links. Dann muss ich kurz innehalten und überlegen. Hetz mich nicht. Auf welcher Seite ist der Stift? Und wenn ich das wieder weiß ich, aha, das ist links. Das ist doch ein Quatsch. Ja. Das ist doch ein Schnickschnack. Manchmal verwechsel ich das sogar. Ne? Oh mein Gott, jetzt habe ich mit rechts geschrieben. Nee. Nee. Ich habe dann einfach die Seite verwechselt. Und dachte. Mann, dann denkt doch. Aber Gedanken sind doch schnell. Du machst doch schneller gedacht, als sie handelt. Nee, aber ich habe einen Moment nachdenken müssen. Wieso einen Moment? Also, versteh mal jetzt. Aber. Das sind doch Automatismen schon. Nein, für mich nicht. Doch. Für mich nicht. Das ist eine Schwäche. Nee, das ist. Doch. Das kann keine Schwäche sein. Doch, das ist eine große Schwäche. Das ist keine Schwäche, das ist der Tod. Das kannst du nicht. Kann, hast du das kann noch nie gemerkt, wenn ich das sage, kann dich das Leben kosten. Das Leben. Das Leben. Kosten. Das ist doch keine Schwäche, ist der Tod. Sag ich dir so, wie das ist. Ich habe 34 Jahre so überlebt. Na, aber knapp. Hoch nur. Das war immer knapp. Immer brenzlig. Nee, weil ich das ja weiß, bleibe ich lieber stehen, als dass ich. Ja, und alle anderen hinten auf dich rauf so. Scheiße! Nee, warte mal. Rechts, rechts, links, links, Hände. Uhrzeiger, was? Wie? Von ihm noch? Aus oder von mir aus? Total bescheuert. Von oben oder von unten? Ja, da fängst du schon an, ne? Diagonal gesehen, im Quadrat. Kann man so verklingelt sein. Der Dinge, man kann ja auch an sich arbeiten. So. Auch du. Nee, das ja. Aber das kannst du nicht austreiben. Doch. Das ist eine Schwäche. Nee. Doch. Das kriegst du nicht. Die Schwäche raus. Kannst du deiner Stärke werden. Sagt man ja auch, oder? Naja, kannst du immer so sagen. Kannst du immer so dich tarnen mit. Tarnkappe auf und los. Aber eigentlich im Grunde genommen Uhrzeigersinn. Alles klar, dann weißt du doch. Du musst ja nicht überlegen, wo lange sich eine Uhr dreht. Du musst es ja auch nicht benennen. Doch, muss ich wohl. Nein, du musst. Nein, du musst. Jetzt hör doch auf! Doch. Du musst doch nicht.
Du musst doch nicht überlegen, in welche Richtung sich ein Zeiger dreht. Deswegen schließe ich ja auch eine Tür immer falsch rum auf. Also zu. Jetzt hört's auf. Jetzt hört's auf. Auf, aber zu. Ja, genau, so stehe ich dann da. Ist doch Quatsch. Linksanschlag? Innenbündig? Außen? Irgendwann habe ich es ja verstanden, ja. Aber auf Arbeit, damals in der Ausbildung, war das für mich mal ein Riesenproblem, weil ich nicht wusste, wenn schon jemand da war, ob ich den jetzt eingeschlossen habe. Also ich hatte immer Angst, dass schon jemand drin ist und merkt, dass ich die Tür gerade abgeschlossen habe, weil ich dann danach wieder aufschließe. Weil ich überhaupt nicht weiß, wann auf und zu ist. Mittlerweile habe ich das mit der Logik verstanden, dass wenn ich das so lang drehe, das Schloss sich natürlich rein bewegt. Ne? Ach, ja. Und die Uhr hast du noch nicht verstanden? Nee.